Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir spielen immer noch das Speicher DLC. Boah, gespeichert. Entschuldigung, gerade einen kleinen Rülpser gehabt. Wir spielen immer noch das DLC Versunkene Schätze. Und wir haben tatsächlich schon ein paar versunkene Schätze gefunden, aber es gibt bestimmt noch mehr. Und hier ist ein Schatz, der gerade kurz vorm Versinken ist. Oh, das sind sogar Menschen. Ja, Leute. Na? Und was machst du so? Ja, ich treib gut. Ja, lieber gut treiben als schlecht. Und Schiff vom Stapel gelaufen. Hey, unser Schiff ist übrigens fertig. Wehe, du holst jetzt deine Kumpanen hier ab. Ey, Kollege. What is you about to do? Vielleicht kann sich diese Mannschaft. Ja, hallo, jetzt, na? Oh nein, hier schwimmen jetzt nur Pulverfässerung. Ja, aber na, wenn ihr hier rüber schwimmt, könnt ihr euch an den Planken festhalten. Wie wär's damit? Neue So, Befehle. genau, hier wollten wir jetzt basically das nur ausladen. Ich werde ganz kurz, nee, das klappt ja wieder nicht. Nur kurz Stahl ausladen, um einfach nochmal runterzufahren und hier den Stuff zu holen. Und in der Zwischenzeit haben wir in der alten Welt hier irgendwo unser Frachtschiff, das wir jetzt eigentlich eh auch nie mehr brauchen. Weil das andere Schiff haben wir ja wiedergefunden, aber das brauchen wir in der neuen Welt. Ja, in der neuen Welt, weil wir in der neuen Welt jetzt Schiff unter mehr Beschuss. Kaffee anbauen werden. Ja, du denkst aber auch, du kannst was, ne? Was schwimmt denn hier schon wieder? Neue Oh. Lieferung. Neue Lieferung, Herr Öltanker! Ja, jetzt haben wir hier auch, ne? Ne, haben wir nicht. Aber ich würde gern. Ich kann hier leider nicht, weil hier der Marktplatz fehlt. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwo einen Marktplatz reinbauen, weil, ja. Hier, ne? Die hier kriegen den Marktplatz nicht mehr. Da muss ich schauen. Oder wir lassen es einfach so einen Ausläufer, aber, ja, keine Schiff Ahnung. unter Beschuss. Was ist hier die ganze Zeit los? Könntet ihr mal aufhören, da mich anzuschießen? Anzuscheißen. Übrigens, das Schiff ist auch gleich hier. Ah, das ist eh das Gäste hier. unter Deck. Ja, der will halt unterbinden, dass ich hier, ne? Den Stuff aufsammle. Bitteschön, was haben wir hier? Oh. Oh. Und fein. hier haben wir jetzt übrigens auch noch ein paar Segel produziert. Wir sind einmal a la sombra. Alla sombre. Ah, Signor. Sombre, sombre, siempre. Hat er hier jetzt ausgeladen? Komm, lad ab. Oder hat er schon abgeladen? Ja, nee, nee, jetzt hat er abgeladen. Okay. Zack, mitnehmen. Was können wir noch brauchen? Hier haben wir Stahl. Ja, jetzt können wir eh nichts mehr aufladen. Never mind. Das, die Segel. Es ist jedes Mal absolut amüsant, wenn hier, ne? Immer die komplette Horde hier ankommt. Nur wegen einem Schiff, weil die hier vor was auch immer so Schiss haben. Ich habe keine Ahnung. Kauft euch halt einfach stabilere Schiffe und gebt Ruhe. Schiff unter Beschuss. Obrero, Schiff hier haben unter wir es. Beschuss. Ja, gut. Der ist, glaube ich, stabil genug, oder? Wie viel verliert er pro Schuss? Ja, nur ein bisschen. Was kann der hier eigentlich? Er fährt schneller, das ist immer sehr gut. Vor allem, weil das Segelschiff Gegenwind hat. Ja, nice. Den können wir, glaube ich, einfach hier an Bord lassen. Das passt doch ganz gut. Hier, ich wollte eine Anlegestelle bauen. Oh. Ich baue das mal kurz hier auf die Seite an Anlegestelle. So. Aber so weit hinaus, wie nur geht. Und zwar hier. Und denn hier. Bitte sag, dass er hier reinpasst. Nee, als ob er hier nicht reinpasst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, ja, dann halt nicht. Nee, hier. Der geht hier. Mann, verdammt, ist genau um ein Feld. Es wäre so nice, wenn sich das hier ausgehen würde. Nee, hier kann ich ihn auch nicht reinsetzen. Okay.
Wie mache ich denn das dann am sinnvollsten, dass es nicht komplett behindert aussieht? Ja. Spielstand gespeichert. Basically wird es dann wohl darauf hinauslaufen, das Ganze hier, hallo? Hallo? So, nochmal. Hier. Ja, genau. Das muss einfach... Ja, gut. Sieht jetzt nicht so schön aus wie vorhin, aber... Ja. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine zweite Anlegestelle. Ja, du lädst mal das hier ab und die Segel und... den Stahl nimmst du wieder mit, bitte. Und... Ne, Stahl hier unten brauchen wir wahrscheinlich. Fenster nehmen auch nochmal mit. Oder Beton, was ist wichtiger? Holz haben wir bestimmt schon genug. Das können wir eigentlich über Bord werfen. Hallo. Hallo. Oder es ist gerade auch wieder äußerst ungut. Wir bauen noch ein Depot, es hilft nichts. ja, er legt jetzt hier an. Prima. Toll machst du das. Ja, kann man so lassen. Ja, muss man so lassen. Jetzt haben wir hier nämlich hoffentlich noch genug Platz. Ja, das haben wir. Und dann nehmen wir hier Beton auch noch mit. Und nu fährst du bitte nach Cap Trelawney. Und in der Zwischenzeit bauen wir hier einen Schoner, der hier wieder für uns ein bisschen kleinere Arbeiten erledigt. Neue Befehle. Und dann würde ich sagen, Handelspreise, Ladegeschwindigkeit ist ganz nett, Bewegungsgeschwindigkeit. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir demnächst, welche Insel werden wir denn besiedeln? Diese hier. Hier wächst kein Kaffee. Oder nee, Kaffee wächst überall. Okay, ich dachte schon. Okay, hier wächst eh sehr viel. Ich will eigentlich basically Tabak. Ja, doch, den können wir auch brauchen. Perlenüberfluss. Oh, auch schön. Kautschuk eventuell können wir auch brauchen. Brauchen wir nämlich vor allem für, ne? Hier. Nee, das ist Salpeter. Ich denke immer, das ist Kautschuk. Hier. Haben wir sehr wenig Kautschuk. Können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Und ja, hier Glas endlich. Praise the Lord. Brillen auch hier. Ein paar zumindest vorhanden. Jo, besser als nichts. Fische werden weniger. Wenn wir ein bisschen beobachten. Und hier Arbeiterkleidung. Wir lassen einfach dann hier später ein paar Arbeiter aufsteigen. Ja, dann hat sich das auch soweit ganz gut erledigt. Hier jetzt übrigens können wir endlich ein paar Arbeiter nachliefern. Ja, und jetzt haben wir hier, ja, außen die Bauern, hier die Arbeiter. Ein sehr, ja, nicht unbedingt organisch gewachsenes Stadtbild, aber ja, das ist wirklich unsere Sklaveninsel, weil es regnet schon wieder. Es regnet immer auf dieser Insel, immer, ständig. Und deswegen ist diese Insel leider Gottes, so groß und schön sie auch ist, und so viel Geschichte wir mit ihr verbinden, denkbar ungeeignet für eine schöne Stadt. Und die ist echt einfach nur unsere komplette Sklavenstadt. Fertig. Hier sind einfach unsere Sklaven und fertig ist es. Ganz einfach. So. Hier ist noch irgend so ein Piergedöns gewesen. Ja, wieder ein paar Fischlis. Ja, das geht sich aus. So, was brauchen wir noch? Ah, Fenster haben wir kein. Okay, Bier. Schnaps auch. Ja, Schnaps ist sowieso. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zu. Das Problem, dass wir hier. Eventuell muss ich hier noch meine ganze Schnapsproduktion erneuern. Ja, ich denke fast. Dazu werde ich. Die Waffenruhe wurde beendet. Das Ganze muss ein bisschen intelligenter gebaut werden. Und auch Hopfen hier. Und lassen eins, wir den zwei, drei. Einen Augenblick verziehen. Eins. Nee, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hopfen. Okay. Wenn wir diese 6 Hopfen. Ich muss hier übrigens auch mal, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, ich glaube, wir brauchen hier einen Connect. Ja. Ha! Ja, nice. Ja, moin. Hallo, liebe Kinder. So. Eigentlich, warum machen wir hier nicht gleich die normale? Schiff unter Beschuss. Die Normal Street, was ist mit dir? Ja, hier ist unser kleines Schiff. Du holst jetzt mal ein paar Rohstöffchen. Für Kaffee braucht man im Prinzip einfach nur Holz.
Und oh, wir brauchen Einwohner. Stimmt. Spielstand gespeichert. Haben wir hier noch Platz? Nee, nicht Besucherhafen, sondern gibt's hier Pendler-Case überhaupt? Nee, nicht, gell? Oh shit, okay, das heißt, wir müssen basically auf jeder Insel jetzt hier Einwohner bauen. Okay, gut, dann Einsatzbereit. müssen wir hier sowieso die Zivilisation auf einer anderen Insel auch noch in Angriff nehmen. Sie halten sich nicht zurück. Ich habe das Gefühl, ein Kontor zu bauen kostet nicht Stein, sondern Stahl, ne? Nehmen wir mal einen Stahl mit. Hier steht doch schon ein. Wenn wer dumm ist, dann ich. Hello, ich bin's, ein Dummkopf. Wir haben doch schon ein Kontor. Wir brauchen keins bauen. Jo. Was passiert hier gerade? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja, gut, Schiffe werden angegriffen. Das ist eh normal. Wir können übrigens auch den Pirat einmal klein und kurz und klein hacken, ne? So, du, wir wollten hier, dass wir einmal den Experten hier abladen und die Schatzkarte hier abladen. Und ja, hier ich absolut die Zeit gerade übersehen habe für dich. Deswegen. Wobei, ja, wir fahren zuerst hier hin. Ja, oh, das geht sich jetzt vielleicht gar nicht mehr aus. Arithmetische Keilschrifttafel. Ja, ich kriege eh nur Geld dafür und kann basically wahrscheinlich mir nichts behalten, außer ich kriege vielleicht ein bisschen Schrott mit. Das kann natürlich sein. Ja, schauen wir mal, ob sich das zeitlich noch ausgeht. Denke ja eher nicht. Na, vielleicht. Doch. Vielleicht. Who knows? Wessen Nase weiß? Schöne Nacht, das macht Spaß. So. Jo, wir haben basically einfach nur ein bisschen Schrott gefunden. So, dann. Und schneller, 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 schneller,
Jetzt bleibt nur noch ein dampfender Haufen. Als ob wir das gerade um ein paar Sekunden nicht geschafft haben. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Ja, Mann, ey. Sorry. Fuck off. Ja, gut, wir müssen hier immer abladen. Was ist das hier schon wieder? Ah, das ist sein Schiff, okay. Worauf wartest du? Ja, basically ist es gerade um Millisekunden nicht ausgegangen. Jetzt schauen wir mal, was der Pendler K macht, wenn wir den bauen. Wenn nicht, dann reißen wir ihn einfach wieder ab. Investierter Einfluss, 15, 15, 15, 15. Hä? Als ob, wenn ich den jetzt... Hä, kostet das wirklich dann 30, 60, 75 Einfluss? Nö, nur 15. Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele davon. Okay. Der muss erst angeschlossen werden. Berufsrisiko. So, aber... Gut, so wie ich gerade sehe, ist es nur für diese Welt gültig. Lassen Sie uns das alte Das heißt, ich kann basically... nicht so, wie ich gerne würde... Ja, leider. Okay, na gut, dann machen wir mal hier, ne? Den Stuff am Holen sein tun. Als hätten wir nicht genug Probleme. Ja gut, dann kann ich den Pendler-Key aber auch wieder abreißen. Als klassische Fehlinvestition betrachten muss ich den jetzt leider. So. Also machen wir wieder, komm, machen wir wieder Normalgeschwindigkeit. Als nächstes, wir haben jetzt hier ja stuffmäßig einiges abgeladen. Wie wäre es noch mit noch einem Depot? Ich habe sowieso Bock, das hier noch ein bisschen hier zu modifizieren. Und zwar, ja, das geht sich wahrscheinlich wieder genau nicht aus. Warum geht sich das immer genau um einen Millimeter nicht aus? Alter, was soll der Scheiß? Dann machen wir das basically so. Ne? Ja. Also der. So. Sieht nicht schön aus, aber okay. Hier wird er noch mehr hinkommen und so. Ja, das. Ne? Hier sehen wir eh. Oder das könnte natürlich auch funktionieren. Ihn noch eins weiter vorbauen. Ja, dann haben wir zumindest hier nicht ganz gerade so ein bisschen ein organisch wirkendes Kürflein. Ja doch. Das sieht ganz okay aus. Ich glaube, das können wir lassen. Ja, er ist hier am runtercruisen. Ja, Schiffe werden angegriffen. Eh normal hier. Ne? Basically haben wir jetzt hier auch genug Verstauraum. Lass mal aufsteigen. Ja, die Einwohner haben hier wenig Fische. Also bauen wir noch einen zweiten Fischer hat. Ich habe eigentlich vorhin was gegessen und merke gerade, ich werde hungrig. Das ist ein bisschen doof gerade. ja, okay. Ihn hier lassen wir mal. Nö, den bringen wir wieder zurück in die alte Welt, falls wir mal, ne, Dinge zum Transportieren brauchen. Jo. Und die Karte können wir auch gleich auflösen, würde ich sagen. Bringen Sie Licht ins Dunkel. Das ist eine kleine Insel. Which one is this? Da muss man... Sie ist so ein Kipferlförmig. Hier mal alle Filter ausmachen. Nämlich diese hier, diese hier, diese hier, diese hier, diese... Oh! Diese hier. Die hat es einmal so deaktiviert. Aufgaben können wir lassen. Vielleicht habe ich die Insel aber auch noch einfach nicht entdeckt. Ne? Ne, das ist kein Halbmond. Nö. Das hier ist kein Halbmond. Das hier haben wir gerade angesehen. Ja, da haben wir basically diese Insel noch nicht aufgedeckt. Ja, gut. Ja, gut. So, das war's dann, glaube ich, ja.
Ja, wir tauchen einfach mal und schauen wir mal. Aber das hier gerade, ich glaube, hier müssen wir noch die Insel finden, habe ich so das Gefühl. Ja. So, was finden wir? Oh. Achso, das ist leider nicht für uns. Ich dachte schon. Ah, hätte man lieber auf den anderen Stellen gegraben, dann, ne? So, du Kollege, wirst jetzt mal hier ein bisschen Inseln aufdecken, weil ich habe das Gefühl, wir haben hier eine Insel noch nicht gefunden. Ne? Hier. Aber da haben wir eine Stunde Zeit, das passt. So, für Handwerker brauchen wir Wurst. Ja. Basically einfach nur Wurst. Wir haben hier echt wahnsinnig viel, warum auch immer, Arbeitskräfte von anderen Dingen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ne? Und auch eine Glasproduktion kommt. Komm, wir bauen hier jetzt einfach mal. Brauchen wir im Moment noch nicht, aber hier so mal ein bisschen schon slightly vorbereitet für gute alte Zeiten und spätere Tage. Oh, ich habe das gerade versehentlich, ne? Ihr habt es gerade gesehen. Okay, oh, wir sind bei 20 Minuten. Oh, wie schnell vergeht die Zeit? Was ist los? Aber gut, wir machen noch schnell hier die Wurstfabrik. Und ja. Ah ja, das ist wieder so. Das muss eigentlich so gehen. Ja. Du. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, seht ihr das? Schön, schön. Schön. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das gefällt mir, das sieht gut aus, das passt. Ja, dann haben die auch ihre Wurst und jetzt warten wir noch, komm, den fahren wir noch heim und dann ist aber schon wieder vorbei für heute und ja. 20 Minuten sind verdammt wenig. Ja. So, wo haben wir unser Schiff? Oh, hier ist eine Insel aufgedeckt geworden. Hm. Die aber basically auch kein Halbmond ist. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Gut, unser anderer Händler ist wieder drüben. So. Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Ja, den Stein von Babel. Das war eine schöne Runde. Danke für den Magnate. Jetzt haben wir wieder einen Magnate. Ich wollte ja eigentlich hier den, ne? Ihr wisst. Na gut. Ja, wir müssen hier eh warten, bis wir hier die Karte aufgedeckt bekommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir vergessen nicht drauf. Erinnert mich einfach dran, ne? Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Habt einen traumhaften... Boah, Dienstag ist, glaube ich, schon, ne? Ich bin nämlich wieder ein bisschen am Vorproduzieren. ja, ich wünsche euch, ja, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.